So ihr Lieben, geht los mit ein paar Trainingseinheiten, die kinderleicht werden. Heike hat uns freundlicherweise ihre Mützen zur Verfügung gestellt, während sie in Kurzarbeit ist wegen Corona. Scheiß. Jetzt zurück zum Thema. Wir bringen jetzt die nächsten 14 Tage so ein bisschen Abwechslung ins Spiel. Ihr habt ja jetzt aber die einzelnen Muskelgruppen schön kaputt gemacht. Jetzt bringt man nur so eine Kombis rein bei der ganzen Geschichte, okay? Beziehungsweise mal so Übungen, die man in Nuancen ändern kann. Ne? Heute nehmen wir das Thema Liegestütze. Da kommt er hierher. Die Mädels können halt im Grunde genommen Damenliegestütze machen. Und ihr macht die erstmal ganz normal nach unten. Fangt aber an mit einem Satz. Genau, Rumpf schön stabil halten. Ja, das ist quasi hier die Geschichte. Weitermachen. Dass hier immer eine schöne gerade Linie drin ist. Ja, und ihr nicht nur wie gerade eben über die Schultern hocharbeitet, sondern rundum hier den Rumpf mit oben lasst, was ihr sehr schwer fällt, weil sie sie nicht oft genug durchführt. Was nochmal? Ihr könnt doch bei manchen so ein bisschen mit dem Körper nach vorne gehen. Ja, die im Grunde Richtung Schulter machen. Ich zeige es nochmal hier. Also erstmal ein paar normale. Wenn man dann will, kann man so ein bisschen vorgehen und die nach vorne machen. Ja. Oder man macht sie hinten mit Betonung auf den Trizeps und drückt sich so im Grunde immer nach hinten ab. Ihr merkt so über den Handball. Und da können wir halt ein bisschen variieren. Ihr macht den ersten Satz normal zum Reinkommen. Im zweiten Satz guckt ihr mal, wie die nach vorne funktionieren. Im nächsten Satz mal nach hinten. Und dann tastet ihr euch mal an. Ich denke mal, 5 Sätze sind auf jeden Fall drin. Könnt ihr bis zu 10 Sätze machen. Oder wenn ihr Bock habt, variiert ihr den ganzen Tag über nacheinander immer mal ein paar Sätze durch. Okay? Also ich denke mal, peilt euch mal auf 100 Liegestütze an dem Tag an. Zumindest, sagen wir so, die relativ fitten, okay? Die Fortgeschrittenen können sich immer an den 300 orientieren. Das ist eine gute Zahl für den Tag oder für eine, sagen wir mal, so 60 Minuten ist das locker drin. Und dann Feuer frei. Also